Aber ich muss sagen, ja. Du hast halt nicht diesen Fahren so. Ich hätte es zum Beispiel viel geiler gefunden, wenn das irgendwie mit Palpatine schon irgendwie im 7. oder so so langsam irgendwie schon so ein bisschen angeteasert wird. So ganz, ganz minimal angeteasert. Ja, daran merkt man halt einfach, dass es nicht derselbe, dass es nicht einen Menschen gab wie George Lucas, der einen Plan hatte und etwas gemacht hat, sondern dass da mehrere Leute an einem Film gearbeitet haben. So, wenn Rian Johnson alle Filme gemacht hätte, dann wäre es mehr im Einklang gewesen. Und wenn J.J. Abrams alle Filme gemacht hätte, wäre es mehr im Einklang gewesen. Dadurch, dass zwei verschiedene Regisseure an einer Trilogie gearbeitet haben, ja, konnte das einfach eigentlich sollten werden. Das sogar drei sein, Digga. Nur die haben J.J. Abrams wieder zurückgeholt. So nach dem Motto, der hat schon einmal geschafft, einen guten Film abzuliefern. Bevor da noch jemand reinfuscht, lassen wir ihn nochmal ran. Und deswegen hat er ja nochmal das gemacht. Ja. Finde ich auch ehrlich gesagt gut. Weil ich muss sagen, von der neuen Trilogie, ich mochte den 7. sehr. Ich auch. Also, ich mochte den 7. halt auch wirklich. Auch wenn es eine Kopie ist. Ja. Aber ich habe mir den 7. Film tatsächlich sehr oft angeguckt schon. Und ich mag den halt immer noch. Der 7. Film ist sehr gut. Ich mag den 3. Ich mag den 4. sehr. Aber den 7. mag ich auch. Das sind halt so... Ich weiß nicht, der 7. war halt wieder dieser Neuanfang. Ganz viele neue Charaktere, du lernst sie kennen. Es ist mega geil gewesen so. Ja, also ich persönlich, also das Ding ist halt, also früher, wo Episode 4 bis 6 rauskam, da war das ja so total das Heiligtum und oh, das war die beste Trilogie aller Zeiten. Und dann kam Teil 1 bis 3 raus und dann haben alle angefangen, Teil 1 bis 3 zu haten und gesagt haben, die Prequels existieren nicht für mich, das ist total scheiße. Was haben die mit Anakin gemacht? Totales Weichei. Was ist mit Episode 2 mit diesem Romantikkram? Blablabla. Und jeder hat's gehatet. Aber so mehr Jahre vergangen sind, desto mehr Leute haben verstanden und haben Episode 1 bis 3 akzeptiert als Teil der Star Wars Trilogie. Und heutzutage lese ich nicht mehr Kommentare oder Tweets oder irgendetwas im Sinne von, für mich existiert nur Episode 4 bis 6, sondern ich lese Sachen wie, für mich existiert nur Episode 1 bis 6, weiß ich meine? So, die Leute, ja, natürlich. Schon Episode 1 bis 3. Weil die Leute, und ich glaube, die sich jetzt zusammengetan haben, um eins zu ändern. Lass mich kurz ändern. Und ich finde, und ich glaube, dass dieses... dass das genau dasselbe ist mit Episode 7 bis 9. Dass die Leute jetzt, wo es frisch ist, hatte jeder eine andere Theorie. Jeder wollte jetzt als was anderes. Jeder hat einen anderen... Jeder wollte, dass es so passiert, dass es so passiert, dass es so passiert. Und am Ende muss man sich halt damit zufrieden geben, dass es so ist, wie es ist. Und ich glaube, in spätestens 10 Jahren wird Episode 7 bis 9 so akzeptiert werden, so wie Episode 1 bis 3 akzeptiert wird. Vor allem wegen Charakteren wie Kylo Ren oder so, die ein absoluter Publikumsmagnet sind und jeder, also gefühlt jeder Lieblingscharakter von allen Leuten ist Kylo Ren. Also nicht alle, aber gerade nach Episode 9 ist jeder Kylo Ren-Fan geworden. Und ich glaube wirklich, in ein paar Jahren wird jeder mit guten Erinnerungen auf die Trilogie zurückblicken, auch wenn vieles schiefgegangen ist. Ja, natürlich. Ich sag mal so, es wird, ich bin mir sicher, dass es nicht so sein wird wie mit den ersten drei Trilogien. Die werden niemals, ich glaube, die letzten drei werden nicht so gut später akzeptiert wie die ersten, wie die Prequels. Ich habe zum Beispiel mit den Prequels damals angefangen. Ich mochte den ersten Teil damals, ich weiß nicht warum, aber ich mochte den ersten sehr. Dann habe ich mir nochmal angeguckt. War das erste, den du jemals gesehen hast? Der erste? Ich habe mit den Prequels komplett angefangen. Ich habe Episode 1 angefangen, okay. Dann 2 und dann 3. Ich mochte den ersten sehr. Also wirklich, den ersten mochte ich am Anfang, als ich ihn gesehen habe, sehr. Ich mochte das Pod rein, das fand ich mega cool. Und ich muss aber auch dazu sagen, ne, als ich den Film geguckt habe, das muss ich jetzt vor dem, was ich jetzt sage, nochmal davor setzen. Ich war, glaube ich, 8, als ich das geguckt habe. Ja, okay. Meine Birne war weich. Nicht, und deswegen möchte ich jetzt gut sagen, ich mochte damals Jar Jar Binks. Oh mein Gott. Dafür schäme ich mich. Ich mochte ihn damals. Du musst dich nicht dafür schämen. Du warst 8 Jahre. Du musst dich nicht dafür schämen. Meine Birne. Ja, lass ich das durchgehen. Ich meine, die Filme kamen ja 1999 raus, Alter. Da war ich 4, als der Film rauskam, Alter. Und da mochte ich tatsächlich Jar Jar Binks und alles. Danach habe ich mir den 2. angeguckt. Der 2., den habe ich, glaube ich, geguckt, als ich 10 oder 11 war. Und da war ich. Jeder ist halt so durch diese Pubertät gegangen im Sinne von, Mädchen, bäh. Und deswegen fand ich damals auch diese komischen romantischen Szenen nicht so weird, weil sie es als Kind halt einfach anfühlt, wenn du so ein kleiner Scheißer bist, so. Romantisch, die küssen sich, Aber wenn du dann... Aber dann habe ich den 3. Teil gesehen. Und da war ich so, okay, der 3. Der war geil. Der war geil. Also, der 3. ist sogar mein Lieblingsfilm von allen. Ja, hast schon gesagt. Wegen dem Finale. Was glaubst du, wie der 3. mich abgeholt hat, Digga? Der 3. hat mich anders abgeholt. Weißt du, warum der 3. mich komplett abgeholt hat?
Wegen dem Finale von Anakin und Ja, einfach Ben. mit den Jünglingen, Digga. Das hat mich Meine als Güte. Kind, als ich noch selber so klein war, Alter, hat mich absolut geflasht damals. So, ach du Scheiße, Alter. Da saß ich halt wirklich hier und dachte mir, uff, Alter, uff. Das ist doch so komisch, warum Und das immer dann, so dramatisiert nachdem ich wird mit den den dritten Jünglingen. geguckt habe, Digga, nachdem ich den dritten Keine Teil Ahnung. geguckt habe, habe ich den vierten geguckt. Der vierte Ach was, hätte ich hat gedacht. sich für mich langsam angefühlt am Anfang. Er war gut, der hat die Charaktere gut vorgestellt und richtig schön integriert. Aber der Film hat sich für mich, das weiß ich immer noch, langsam angefühlt. Also ich schlafe immer kurz vor dem Ende ein. Ich habe ihn zweimal geguckt und bin zweimal am Ende eingenickt. Vom vierten? Keine Ahnung. Im vierten, ja. Ich weiß nicht warum. Es ist ein guter Film, aber immer so bei 80% des Filmes schlafe ich immer kurz ein. Aber Also ich weiß noch wirklich kurz weg damals für ganz 10 genau, Minuten. ich bin meinem Vater tierisch auf den Sack gegangen, das kann ich jetzt auch komplett nachvollziehen, weil ich ihn permanent gefragt habe, wieso kommt der dritte vor dem vierten raus? Warum sind die vierten und fünften und sechsten Teile so alt und die ersten und dritten so neu? Warum verfilmt man erst die alten Nachfolgenden und danach erst die Vorgänger? Ich bin meinem Vater so oft damit auf den Sack gegangen. Aber warum hast du auch mit dem ersten Teil angefangen? Wieso nicht mit dem vierten, so wie ich? Also Weil die wie halt jeder das da macht. waren so. Ich habe halt damit dann angefangen. Und dann habe ich das halt so gesehen, weil ist immer so, mein Vater hat die alten auch schon geguckt. Mein Vater wollte halt auch die neuen sehen, weil er die alten schon kannte. Und dann bin ich halt irgendwann, habe ich mich dann dazugesetzt, als mein Vater damit anfangen wollte, habe ich mich dazugesetzt, dann habe ich auch den ersten mit ihm gesehen. Und danach irgendwann den zweiten und danach habe ich irgendwann mit dem Vater noch den dritten gesehen. Also ich habe vor kurzem mit jemandem das erste Mal Star Wars geguckt und habe tatsächlich mit dem vierten angefangen. Also ich finde, man sollte immer mit dem vierten anfangen. Aber ja. Und dann saß ich Einfach. halt da und habe mir den anderen angeguckt. Und den vierten fand ich halt damals echt ein bisschen langsam. Den fünften mochte ich. Nee, den. War das der fünfte? Ja, doch, den fünften mochte ich Das so Imperium zum schlägt zurück. Teil. Und den sechsten mochte ich. Also, der sechste ist bei mir. Ich hasse die erste Hälfte, die finde ich mega kacke. Mit Jabba the Hutt und den ganzen Ja, Scheiß. Mega, naja, mega, ja. mega kacke. Aber danach. Mit. Oh, den ganzen Scheiß, was danach kommt. Oh, so gut einfach. Ich meine, die Ewoks hasse ich so ein bisschen. Ich habe auch damals ein Gespräch mit einem Kumpel geführt, für das ich mich nicht schäme, aber ich habe mich schon gefragt, was mit mir los ist, als ich dieses. Und ich frage mich halt immer noch, wie ich drauf gekommen bin. Wir saßen halt dort. Und dann habe ich irgendwann die Frage gestellt. Also ich habe einfach so random ausgesetzt. Ich war nicht bekifft, ich war nicht getrunken. Ich habe so die Frage gestellt, einfach so, ob die Ewoks sowas wie Lolli-Charaktere in Animes sind für die Wookies. Digga, was? Das war die Frage, die ich Digga, mir gestellt habe. was? Aus dem Nichts ist die in mein Gehirn geschossen. Ich weiß nicht, wo die hergekommen ist. Wir haben uns dann so gegenseitig angeguckt und dachten so, warte, Junge, wie warte. kommt man auf sowas, Ich Alter? weiß es nicht, aber diese Frage habe ich dann einfach random gestellt Digga, das werde ich nie wieder vergessen, und Alter. wir Ich haben krieg dann schon ganz lange andere drüber Augen. geredet, Alter. Sehr lange haben wir drüber geredet. Am Anfang war das so, nee, das Alter. ist ein komplett andere Spezies. Aber du hast halt auch das in diesen Animes, von wegen, ja, die sind schon 1000 Jahre alt, die sehen aus wie 12 und so. Und dann haben wir das halt immer weiter. Wir haben uns gegenseitig widersprochen, aber auch gegenseitig wieder Punkte Gott. gefunden, wo das ging. Wenn ich sagen würde, das Gespräch würde unter eine Stunde oder 2 Stunden gehen, würde ich lügen. Weil das ging Digga, definitiv wie kann länger man als denn eine 2 Stunden Stunde. über so ein scheiß Thema reden, Es Alter? What the wurde fuck? erweitert. Das war irgendwann das fucking Marvel Cinematic Universe, Digga. Es wurde immer weiter erweitert, Ja. Digga. Mit Geschichten über Völkertrennung und was auch immer gehen. Ist, What die the Geschichten, fuck? die wir da ges auf die wir gekommen sind, wurden immer merkwürdiger, je weiter wir diskutiert haben. Das war so weirder Shit, auf den wir am Ende gekommen sind. Aber wir haben diese Frage tatsächlich nicht beantwortet. Wir haben uns einfach irgendwann gesagt, okay, es ist 6 Uhr morgens, wir lassen es einfach sein. What the fuck? Und das ging so verfickt lange. Ich meine, wenn ich drüber nachdenke, Digga, war ein geiler Nacht, Digga. War geil. Schön zocken, Digga, und die ganze Zeit irgendwie so Bullshit labern, wo man einfach nicht zu Und einem Digga, Ende weißt du, kommt. solche Auch geil. Gespräche hat man auch einfach nur so zwischen 2 bis 4 Uhr morgens. Ja. So. Da passiert halt die weirde Sowas hat man Scheiße, Alter. nicht um 14 Uhr oder so. Sowas gibt's da nicht. Aber es war geil, Digga. Es war geil. Ich meine, es wird. Vor allem das Ding ist halt, das ist halt nicht so ein Gespräch, was du halt immer so aufführst, sondern ich werde halt immer noch dran erinnert. Zum Beispiel letztens, als ich mit einem Kollegen so über Star Wars geredet habe, da bei mir ist es so. Er kommt mir halt immer mit diesem Argument, ja, du hast doch das damals gesagt.
so übelst weird. Die kommen immer wieder mit diesem Scheißvergleich, Digga. Ich habe das einmal gesagt. Und gefühlt wird mir das seitdem vorgehalten. By the way, wenn ich jetzt durchgehend runtergeladen hätte, wäre ich wahrscheinlich jetzt schon fertig. Mhm. Ja, Belastung, Digga. Egal. Oh, es ist nervig, Alter. Was denn? Oh, ich war einfach leer geschossen mit der Scheiße, ich muss erstmal nachladen, ja klar. Aber das ist halt wirklich so Gespräche, Digga. Ja, ich hab die ganze Zeit, ich hab mich eingebaut, der wollte durch, hab immer wieder an der Wand platziert, wenn er versucht hat, sich durchzubauen. So ein richtiger Abfuck zum Ende. Naja, vielleicht leider ist auch, Digga, mal sehen.